Helene Fares, Moderatorin beim SWR und Journalistin, hat in einem Instagram-Video dazu aufgerufen, mithilfe einer App Produkte mit Israel-Bezug zu boykottieren. Konkret spricht Fares hier über Produkte der Firma Alpro. Diese stelle sie, so beschreibt sie es im Video, lieber wieder zurück ins Regal, denn Alpro investiere laut dieser App in israelische Startups. And I just looked up what it is, why they're on the boycott list, and it turns out that the owner of Alpro is supporting Israeli startups and really investing, you know, in the Israeli economy. So just brought it back. Das Unternehmen Alpro gehört zu Danone. Der Lebensmittelhersteller wurde von der spanisch-jüdischen Familie Carrasso gegründet. Sohn Daniel Carrasso floh 1941 vor der deutschen Wehrmacht in die USA. Kritik an Helene Fares wird laut. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck forderte laut einem Medienbericht Aufklärung durch den SWR.